Susue und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4 Rising Stars. Schön, dass ihr da seid, denn heute geht's weiter und ich glaube, die liebe Luna ist ohne uns zur Arbeit. Sie ist ohne uns zur Arbeit. Hoffen wir, dass sie das besteht und Fame wird. Wenn sie es nicht wird, dann gibt's richtig Ärger, weil irgendwie ist sie auf der Arbeit, weil ich irgendwie nicht da war, als sie... Ja, und... Jetzt arbeitet sie irgendwie bis 5 Uhr morgens. Naja, manchmal muss ein Filmstar tun, was er tun muss. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass sie ihr Fame-Level gesteigert bekommt. Ich hoffe es. Automatische Nachrichtenagentur KI. Hallo. Okay. Und sie ist zu Hause und ihr Promi-Level ist gestiegen. Und es fehlt nur noch so wenig. Nein. Nein. Okay, Moment. Okay, Moment, da muss doch irgendwas hoch. Oh Gott, geht das wieder schnell. Halt, halt, halt. Erntedankfest. Ach, wie schön. Ja, ja. Oh Gott, hier sind wieder Zwerge. Oh nein. Jetzt nimmt das Anfang wieder... Der Anfang wieder sein Ende. Ich hasse es. Und wo ist unsere Dekorationsbox? Wir hatten doch hier irgendwo... Habe ich die in Baumodus getan? Ich möchte auch, sobald wir... 5-Sterne-Promi, ach da steht die Kiste, 5-Sterne-Promi sind, auch wegziehen. Ich möchte gern in die große, weite Welt. Tada! Schöne Dekorationen! Ich möchte dann gern wegziehen. So, ja, was machen wir denn heute? Also, ich würde sagen, wir fahren mal irgendwo hin. Erstmal postest du was in deine Instagram-Story, genau. Poste Hashtag I'm pregnant und Hashtag Unterhosen. Irgendwie sowas. Das hat bis jetzt immer geholfen. So, wir werden dein Fame-Level heute pushen und das machen wir ganz simpel. Also erstmal suchst du dir ein neues Casting. Das wäre schon mal Schritt 1. Und dann kommt Schritt 2. Also, was nehmen wir denn? Das Sheriff von Alta Centauri. Ehrenturnier. Kurz vor der Apokalypse. Wir suchen einen kernigen, gelassenen Star für die Rolle eines mutigen Antihelden. Oh, das klingt gut. Das nehmen wir. Fitnessfähigkeit 5 haben wir. So, und jetzt geht's raus in die weite Welt. Müssen wir mal gucken. Verabredung, einladen auf Abgabe. Nein, 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 nein. Reisen. So, wir reisen mal Damien. Warum nicht? Komm, Damien, wir gehen. Wir lassen unseren Sohn hier zurück. Das ist bestimmt die richtige Sache. Bestimmt nicht. Weiß ich nicht. Hoffentlich. Ja. Und ich hatte mal überlegt, wir schauen uns mal die Villa an. Aber das behalten wir uns vor für die Challenge. Es geht übrigens am Donnerstag los. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. So, wir gehen ins Museum zum Karaoke. Ah, schwierig. Orchideenclub. Lasst uns zum Museum gehen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Es geht zum Museum und beim Museum werden wir dann ein Musical aufführen und dann hoffen wir, dass das für 4 Sterne reicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Ich hätte gehofft, ehrlich gesagt, vom Job, dass das reicht, aber sie war ja zu unfähig zum Arbeiten. Naja, blöd gelaufen. Klappt schon irgendwie. Hoffentlich. Okay. So, gleich sind wir da. Ich bin gespannt. Hoffentlich sind da genügend Leute, um die Musical-Szene aufzuführen, weil wir kriegen ja von jedem Einzelnen dann Rufpunkte. Und dann sind wir toll. Also, mehr oder weniger. So. Ui. Okay, vergiss nicht, dass du einen Sitter engagiert hast. Wenn du möchtest, bleib deren du den... Okay, ach so, zu Tagespflege. Tagespflege ist auch gut. So, Musical-Szene für Trinkgeld aufführen. Oh, jetzt holt sich alle her. Was ist das? Fan? Paparazzi. So, du kannst ja einfach mal hier die Musical-Szene aufführen. Vielleicht reicht es ja für dein Fame. Ich hoffe es. Aber momentan stehen hier nur 2 Leute. Ach komm, so viel fehlt doch nicht. Wer ist das? Moment mal. Who are you? Dirk Traumtänzer. Habe ich noch nie gesehen. Ach doch, habe ich schon mal gesehen. Er mochte uns nicht. Oh Gott, noch ein 2. Paparazzi. Oh Gott. Ja. Hier, Luna. Hier. Ein Foto für uns.
Foto. Kuima. Danke sehr, danke sehr. Danke sehr, danke sehr. Ja, wir collecten Fame, aber es reicht nicht. Na komm. Nur zweimal. Ach, Mann, oh. Na, es fehlt noch so. Oh mein Gott. Okay, Arun denkt sich auch so. Ich falle erstmal tot um. Naja. So. Glücklicher Ohrwurm. Die Darbietung hat für eine lang anhaltende glückliche Stimmung gesorgt. Sehr gut. Jawoll. Und dieses Museum ist schauderhaft. Ich mag es gar nicht. Es ist echt nicht schön. Naja. Oh, hallo. Was machst du denn hier, Maike? Sieht fast aus wie eine Hose jetzt so von hinten, wenn ich das so sehe. Und von vorne auch. Das sieht eher wie eine Hose aus als wie ein Rock. Naja. Dann red doch mal mit Dirk. Hi, Dirk. 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 Hallo. Dirk. Autogramm geben. Fan umarmen. Freundlich. Bitten, ein Foto mit Dirk zu machen. Freundlich, fröhlich vorstellen. Na komm. Stell dich fröhlich vor. Das sollte klappen. Dann hast du noch mehr Connections zu berühmten Personen. Vielleicht hilft dir das. Weil wenn man berühmte Personen kennt, dann wird man selbst auch berühmt. Also mehr oder weniger, glaube ich. Habe ich mal gehört. Hi. Na? Oh, guten Tag. Ja, sie kennen sich. Das ist ja schon mal gut. Über Interessen reden. Über Fitnesstechnik reden. Ach hier, was machen wir denn alles? Über Interessen reden. Okay, oh Gott, und die ganzen Paparazzis, die uns hier alle abfotografieren, das kann doch nicht sein. So, Moment. So, wir könnten ja nochmal PR-Agentur. Die können ja auch nochmal was machen, vielleicht. Ja, sie ist halt super fame. Sie ist halt super fame. Sie braucht noch so eine Kyro-Schlafkapsel und dann ist sie geil. Oh, das klingt so die Presse. Vivian, entschuldige, dass ich dich störe, aber ich habe gehört, dass du für einen wohltätigen Zweck spenden. Ja, spenden wir, klar, wenn man sonst nichts zu tun. So, ach so, und die PR-Agentur kontaktieren? Müssen wir immer noch. Hallo, guten Tag. Ja, auf die Gästeliste eines Promis eine gute Geschichte verlangen, okay. Ach ja, sie ist ja nur so ein leicht netter Promi, ich weiß schon. So. Geschafft, Luna. Wir haben positive Fake News für dich verbreitet. Und die Leute haben die Story. Warum Fake News? Wir können doch auch so nett. Sauer, was macht der hier drinnen raus hier? Oh mein Gott. Hallo, wir sind berühmt. Geh hier raus. Also das geht ja mal gar nicht. Da kommt da einfach so Masoto. Auch noch. Mit so einem Kostüm und so einem Fake-Schnurrbart. Was ist das? Hilfe. Oh, 4000 plus gemacht. Wow. Das ist voll nice. Aber im Ernst, da kommt da so ein Typ mit so einem Fake-Schnurrbart rein. Was ist hier los? Wie viel fehlt ihm eigentlich noch? Na, ihm fehlt auch noch mehr. Oh, seufz. So viel fehlt dir doch gar nicht mehr. Guckt mal, wie wenig ihr noch fehlt. Na komm, wir versuchen es einfach nochmal mit mir. Mit einem Musical. Na komm. Hierher, hierher, so. Okay. Geht's jetzt los? Ah, es geht los. Dum, dum, dum. Ah, guck mal, jetzt gucken auch noch mehr zu. Okay, wir probieren es nochmal. Eine Musical-Szene und die haben, glaube ich, richtig keinen Bock auf uns. Da, da, da. Na, alles für den Fame, würde ich sagen. Huch, oh Gott. So, jetzt nochmal. Alles für den Fame. Also mehr oder weniger. Und er kippt um. Danke, danke. Danke, danke, danke. Jawoll! Oh mein Gott, Megastar! Der Gang... Die Art zu reden, das Aussehen. Luna ist ein Megastar. Die Leute sind ganz aus dem Häuschen, wenn sie sie auf der Straße erblicken. Wenn sie von Fans umgeben ist, kann sie für Jubel sorgen, um die Menge in Rage zu bringen. Die Auftritte von Luna in der Öffentlichkeit sind jetzt legendär. Warum? Sie strahlt heller als jeder Stern und besitzt eine neue Gangart.
die am echten Promi würdig ist. Beides kann durch Klicken auf Luna eingestellt werden. Okay, Moment. Oh mein Gott, wir sind ein Megastar. So, lasst uns mal gucken. Verdorbenes Essen. Okay. Für Jubelsong Fotos posieren, Fans ohnmächtig, widerlich sein, mehr Auswahl. Fotos widerlich sein, Aktion. Widerlich sein. Igitt. Mehr Auswahl. Verbotene Wörter. Normale Gangart verwenden. Ach, jetzt haben wir diese fancy Gangart. Ich weiß schon, die Judith auch immer macht. Für Fotos posieren. Lyric. Danke sehr. Oh, ich glaube, sie. Oh, sie ist krank. Oh Gott, und sie leuchtet. Oh mein Gott, jetzt posiert sie erstmal. Hoppala. Und da posiert sie erstmal. Mhm. Jetzt ist sie ein echter Megastar. Cheese. Will jemand ein Foto machen? Foto. Hoppala. Und lächeln. Und cheese. Und jetzt kommt sie auf die neue Vogue, hoffentlich. Oh, oh Mann. Ja. Mhm. Ja, ja. Na komm. Oh, was hat er? Er hat eine Inspired. Oh, Designer. Okay. Na komm, lass uns mal nach Hause. Geh mal nach Hause. Das ist also ihre Promi-Gangart. Wow. Okay, es liegt, glaube ich, am Bauch. Aber gut. Oh mein Gott, wir sind Megastar. Und wir haben zwei neue Ruhmpunkte. Dann schauen wir doch mal, was wir denn so freigeschaltet haben. Also, sofortige Freundschaft und Kundgebungen. Okay. Motivationsreden halten, damit Sims in der Nähe schneller Fähigkeiten erwerben. Da Luna einen guten Ruf besitzt, nehmen andere Sims ihre Ratschläge an. Sie kann jetzt Motivationsreden über die Geheimnisse des Erfolgs halten. Sims, die sich in der Nähe versammeln und zuhören, bauen über eine gewisse Zeit schneller Fähigkeiten auf. Nach einer Kundgebung genießt Luna ein paar Stunden lang mehr gesellschaftliche Erfolge bei anderen Sims. Ach, das ist ja cool. Was haben wir hier? Sofortige Freundschaft. Nach dem ersten Kennenlernen Freunde oder Turteltauben werden. Okay. Niemand kann sich dem Charme von Luna entziehen. Ein Sim lässig zu begrüßen oder ihm ein anziehendes Lächeln zu schenken, reicht schon aus, damit dieser im siebten Himmel schwebt. Aufgrund ihres steigenden Ruhms und lässigen Auftretens kann Luna sofort bei einem Fremden freundschaftlich oder noch intensivere Gefühle erwecken. Anhängerschaft? Im gesicherten? Ach genau, dann kann sie den Job wechseln, aber das will ich gar nicht. Vorreiter, hochgeladen, Videos sind immer trendy. Sims in der Stadt können dein Outfit tragen. Okay, das. So, ich würde sagen, wir nehmen Kundgebung und das, weil wir sind ein netter Star. So, und jetzt geh nach Hause. Sie ist richtig fertig. Okay, und ich glaube, mit ihm müssen wir jetzt noch mal ein paar Videos hochladen. Das wäre auf jeden Fall ein Plan. Und wir könnten uns ja mal das Grundstück angucken, wo ich gerne mit euch hinziehen würde. Also mit den hier. Wo ich da gerne hinziehen würde. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal. Ich wäre ja ganz schön. Also hinziehen könnten wir da jetzt schon. Aber ich glaube, das Haus, was ich dann bauen würde, wäre dann einfach 20-fach so teuer. Hallo, wie geht es dir? Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber... Hey, wie geht es dir? Ich freue mich, dich wieder... Achso, das ist unser Babysitter, ja. So, Moment. Also, du könntest ja erstmal... Warum spielst du Computer? Bitte nicht. Halt, stopp. Jetzt hör auf. So, was ist denn hier los? Also, Outfitplan, Muse finden, Eindrücke hinzufügen. Genau, füge erstmal Eindrücke hinzu, Board gestalten, da können wir nichts machen. Und vielleicht willst du dir dann ja nochmal das Grundstück bzw. die Villa angucken, wo wir hinziehen wollen. Vielleicht nicht unbedingt in die Villa, aber das Grundstück können wir uns zumindest angucken. Und das ist noch voller geworden. Krass. Dafür müssen wir nochmal reisen. Ach, Manu. Oh, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Job suchen, bei Max Machine melden. Restaurants, Service engagieren. Doch hier, auf Reisen. Da. Wir reisen alleine dieses Mal. Ja, ich weiß. Immer müssen wir alleine reisen. So, ich würde mir das Grundstück da mal angucken. Schlossgipfel. Auf dem anderen wohnt ja Judith. Und auf dem anderen wiederum wohnen unsere Models für die Challenge, die nächste Woche anfängt. Oh, ich bin richtig... Nächste Woche. Ja, nee, diese Woche. Diese Woche. Donnerstag. Oh mein Gott, da geht's los. Oh, ich bin schon so gespannt. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Da wird es bestimmt einigen interessanten
Klatsch und Tratsch geben. Ne? Germany's Next Topmodel ohne Klatsch und Tratsch und Models und Heidi wäre ja langweilig, ne? Oh, ja, ja, das ist schon so eine Sache. Hm, da freue ich mich drauf. Gut, so, dann lasst uns jetzt aber erstmal die Riesenvilla angucken. Ich habe mal geguckt, die kostet 297.000, so wie sie jetzt dasteht. Also diese Villa ist auf Deutsch sehr teuer. Und dabei ist sie gar nicht so groß. Ich finde die Villa aber ehrlich gesagt nicht so schön. Also, ein Türklopfen. Hier wohnt niemand. Wow. Das heißt, wir können uns die Villa nicht mal angucken. Aber hier würden wir dann wohnen. Hier in diesem. Und hier kann ich euch ja mal die andere Villa zeigen. Das ist die andere Villa nebenbei, die hier schon steht. Das ist unsere Model-Villa. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr von dieser Villa haltet. Da drüben werden wir dann irgendwas anderes hinbauen. Da würden wir wohnen. Oh, genau. Und da drüben wohnt Judith. Ich finde ja interessant, also hier ist so dieses richtig moderne, diese richtig moderne Villa und was weiß ich. Und dann kommt hier so dieses alte Haus. Das sieht halt so ein bisschen meh aus. Also ich finde, es passt, weil hier ist irgendwie diese urtümliche Terrasse. Aber hier sind zwei so richtig moderne Villen und dann kommt so dieses hässliche. Ich weiß nicht, also nicht hässlich, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gar kein Hollywood-Sign hier, oder? Nee. Nö. Ach, guckt mal. Aha. Ich guck gerade. Wir wohnen gerade, ich glaube, hier irgendwo. Da müssten wir. Ja, hier in dieser Straße, da müssten wir irgendwo wohnen. Und wir ziehen nach da oben. Moment, jetzt muss ich die Villa wiederfinden. Da. Wir wohnen da oben. Das ist so krass. Und da oben fährt ein Bus. Genau. Und hier ist die Innenstadt. Ja, gut. Das war. Da ist die Innenstadt. Ist ja mal nett zu wissen. Ach, guck mal, da hört die Straße dann plötzlich auf. Okay. Ja, interessante Sachen gibt. So, jetzt kann ich wieder reden. Ja, das ist hier alles irgendwie nicht so schön. Also auch nicht diese Wüste, es tut mir leid. Wassergarten bevölkern. Mit Kois. Mit Elfen? Piranhas? Okay. Lass uns das mal bepflanzen. Ich bin mal gespannt, ob dann da wirklich Fische sind oder so. Oh mein Gott, da sind da wirklich Fische drin. Okay, dann ist das auf jeden Fall etwas. Na komm, spring rein. Dann ist es auf jeden... Er springt einfach rein. Dann ist das auf jeden Fall was für uns. Das finde ich voll cool. Ist er tot? Damien! Oh Gott, komm wieder zurück. Okay, das ist voll krass. Das ist voll krass. Moment, Alisha Winter. Hallo, hier spricht die. Dein letzter Song war großartig. Wir brauchen neue Songs. Oh Gott. Wieder. Bewundern, Kreuz entfernen, reinspringen, spielen. Na komm, spring nochmal rein. Ach, was ist denn das? Gezwungene Bewohner. Okay, ins Gesicht gelacht. Jetzt ist Damien komplett durchnässt. Ich bin mal gespannt, was das mit Elfen ist dann. Also, das stelle ich mir krass vor. Okay, also, das wäre auf jeden Fall unser Ziel. Hier wollen wir hinziehen. Oh, ja, ja. Ich würde vorschlagen, wir bauen dann demnächst hier mal. Ach, diese Steine sind auch schön. Wir werden dann demnächst hier mal eine Villa zimmern. Ich bin gespannt, aber erst im Sommer, weil hier im Herbst ist es nicht schön. Es tut mir leid. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein halbes Jahr warten. Naja. So, jetzt können wir aber auch wieder nach Hause kommen. Gehen wir wieder nach Hause. Du kannst halt keine Musicals machen, sonst hätte ich jetzt gesagt, mach mal ein Musical oder so. Ist das eigentlich mit Zaun hier? Gibt es hier irgendwie einen Zaun, Mann? Ach, da ist ein Mensch. Ich wollte gerade sagen, hier ist so ein Zaun und da kommt man nicht durch. Das wäre voll krass. So, das gibt ja einige. Ich glaube, in Hollywood ist das sogar so, dass es da einige Living Communities gibt. Da ist dann Zaun vor dem Haus und dann kommst du da auch nicht ran ans Haus. Das ist, glaube ich, anders als bei uns in Deutschland. Also in Deutschland, da haben wir das ja nicht. Schön, dass du wieder da bist. Hey Luna, wie geht's? In letzter Zeit ist der Name in aller Munde. Sollen wir uns nochmal treffen? Wir waren schließlich schon Freunde. Bevor du berühmt wurdest, stimmt's? Nein, wir waren nie Freunde. Wer ist das, Kindermädchen? Und Moment, wer ist das? Kindersitter, Kindermädchen? Wo ist der Unterschied? Okay, naja. Gut, ich würde mich erstmal verabschieden. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Da geht's dann weiter. Da werden wir weiter viel Geld verdienen. Eine riesige Villa bauen irgendwann. Und natürlich weiter aufsteigen. Ich verabschiede mich erstmal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, tschüss!